Herzlich willkommen zum Opti-Griller. Heute machen wir Fischstäbchen-Burger. Dazu habe ich tiefgefrorene Fischstäbchen geholt und habe nachgeschaut, dass man sie bei 220 Grad ca. 12 Minuten machen soll. Das ist bei uns der manuelle Modus in der Stufe Orange, den heizen wir auch vor. Ich mache die Fischstäbchen in der Backschale, denn zwischen den normalen Grillplatten würden sie einfach nur zerquetscht werden. Und der Opti-Grill ist vorgeheizt. Dann machen wir ihn auf und legen unsere Fischstäbchen hinein. Mal sehen, wie viele reinpassen. Und es passt genau die komplette Packung, 15 Stück, rein. Dann schließen wir den Opti-Grill und warten ab. Nach ca. 7 Minuten habe ich mich entschieden, das Ganze mal zu wenden, denn von unten werden sie schon etwas mehr angebraten, wenn sie da drin liegen. Und nach weiteren 8 Minuten sind die Fischstäbchen fertig. Insgesamt haben sie eine Viertelstunde gebraucht und dann holen wir die raus. Die Fischstäbchen sehen auf jeden Fall gut aus, sind gut geworden, besser als ich erwartet habe. Und nun haben wir auch schon die Burgerbrötchen vorbereitet, haben sie aufgeschnitten und die werden wir jetzt auch nochmal in die Backschale legen, um sie auch nochmal zu erwärmen und dass sie ein bisschen krosser werden. Das hat dann nicht lange gedauert, vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten. Und dann holen wir die Burgerbrötchen raus und können endlich anfangen, unseren Fischburger zu belegen. Und dazu fangen wir an mit einer Schicht Remoulade bzw. Ketchup, je nachdem, wie man es am liebsten hat. Dann kommen jeweils 3 Fischstäbchen drauf. Dann kommen noch Zwiebeln drauf, falls man das will. Dann jeweils ein Blatt Salat. Dann eine Scheibe Tomate. Und obendrauf nochmal Remouladensoße. Dann nur noch zuklappen und fertig ist der Fischstäbchenburger. Ich finde, er ist sehr gut geworden, sieht toll aus und ist auch geschmacklich wirklich sehr lecker. Dazu haben wir noch einen Feldsalat gemacht mit einem leckeren Honig-Senf-Dressing. Und das hat sehr gut zusammen geschmeckt und ich bin besonders begeistert von diesem Fischstäbchenburger. Denn so hatte ich Burger bisher noch nie gegessen. Das war mein erster Fischburger, den ich hatte. Und der war gleich super lecker. Also kann ich euch wirklich empfehlen, macht's nach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Dazu einfach hier links auf das Logo klicken und schon ist es erledigt. Oder ihr guckt euch rechts noch ein weiteres Video an. Viel Spaß dabei!